Freiberuflich, selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung und Marketing von Thomas Hammer, herausgegeben von der Verbraucherzentrale NRW. Ich habe in der letzten Folge, ich gucke mal gerade ins Inhaltsverzeichnis, die wichtigsten Fragen und Antworten vorgelesen und jetzt bin ich bei 13 angekommen, was Sie vor dem Start überlegen sollten. Kapitel 13 hat folgende Unterkapitel, Geschäftsideen für Dienstleister oder was heißt Kapitel 13? Das Kapitel, das auf Seite 13 beginnt, so, jetzt habe ich es, hat folgende Unterkapitel, Geschäftsideen für Dienstleister, Ideen für Kreative und Kunsthandwerker, Handel und Reisegewerbe. Also, was Sie vor dem Start überlegen sollen, Seite 13, das Ganze dauert wie immer zwischen 20 und 30 Minuten, die Eieruhr tickt. So, was Sie vor dem Start überlegen sollten, Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger gehen nebenberuflich einer selbstständigen Tätigkeit nach. Jahr für Jahr baut sich rund eine halbe Million Menschen in Deutschland ein zweites Standbein auf, so die Schätzung der Förderbank KfW. Die Bandbreite der Geschäftsideen ist ebenso groß wie die Palette der Gründer, die zur Selbstständigkeit im Nebenjob motivieren. Zu finden sind Arbeitnehmer, die mit dem Zusatzeinkommen ihren Lohn aufbessern, ebenso wie Studenten, die begleitend zum Studium bereits ihre Geschäftsideen verwirklichen oder Menschen, in der beruflichen Erziehungspause, die von zu Hause aus arbeiten und so noch etwas Geld in die Familienkasse einbringen. Vor allem in kreativen Berufen, Dienstleistungen und Handel blüht das nebenberufliche Kleingewerbe. Ob Lokalreporter für die Tageszeitung, Webdesigner, Kunsthandwerker, Hausmeister oder Betreiber eines Online-Shops. Für viele Qualifikationen und Talente gibt es einen Weg, mit einer Teilzeitexistenzgründung noch etwas Geld hinzuzuverdienen. Allerdings ist es nicht damit getan, einfach loszulegen und auf Kunden zu warten. Auch Kleinunternehmer, die nur wenige 100 Euro Umsatz pro Monat machen, müssen ihr Geschäft solide finanzieren und kalkulieren, damit nach Abzug der Kosten auch Gewinn übrig bleibt. Ebenso stellt sich die Frage nach den Vorschriften für die Buchführung. Haftung und Sozialversicherung gleichermaßen wie die Frage nach der Einordnung als Freiberufler oder Gewerbetreibender. Und wie die Großen müssen auch nebenberuflich Selbstständige mit effizienter Werbung auf sich aufmerksam machen und nach dem Verkaufserfolg sicherstellen, dass der Kunde die Rechnung bezahlt. Die folgende Auflistung an Geschäftsideen soll Sie als kleine Ideensammlung bei der Überlegung unterstützen, wie Sie Ihre beruflichen Qualifikationen oder Ihre Talente und Fähigkeiten in einer nebenberuflichen Existenzgründung zur Geltung bringen können. So, nochmal. Die folgende Auflistung an Geschäftsideen soll Sie als kleine Ideensammlung bei der Überlegung unterstützen, wie Sie Ihre beruflichen Qualifikationen oder ihre Talente und Fähigkeiten in einer nebenberuflichen Existenzgründung zur Geltung bringen können. Der Schwerpunkt liegt auf Geschäftsideen, die sich mit minimalem Startkapital und geringen laufenden Kosten realisieren lassen. Hierbei, ich habe es in der letzten Folge gesagt, Startkapital irgendwo
zwischen 6.000 und 6.500 Euro plus dem Internetanschluss meiner Eltern, über den das Ganze bei YouTube hochgeladen wird. Die laufenden Kosten tragen momentan meine Eltern über die Telefongebühren bei der Telekom. So, jetzt. Es geht weiter mit Geschäftsideen für Dienstleister im Kapitel vor dem Staat, was sie vor dem Staat überlegen sollten. So, folgende Geschäftsideen werden hier aufgeführt: Alltagshilfe für Senioren, Nachhilfe und Weiterbildung, Hausmeisterdienste, Hausverwaltung, Sekretariatsservice, Buchführung, Computerservice, Unternehmensberatung und Training, Fahrradkurierdienst. So. Geschäftsideen für Dienstleister. Wenn Haushalte und Unternehmen externe Unterstützung benötigen, dann schlägt die Stunde der Dienstleister. Je nach Berufsausbildung können sie nebenberuflich viele Leistungen auf selbstständiger Basis anbieten. Beginnen wir mit den Leistungen für Privathaushalte, die nach Feierabend zwischendurch oder am Wochenende angeboten werden können. Alltagshilfe für Senioren. Um Besorgungen erledigen oder Unterstützung bei Haus- und Gartenarbeiten. Senioren nehmen vor allem dann gerne Dienste gegen Bezahlung in Anspruch, wenn die Angehörigen weit weg wohnen oder zu wenig Zeit für sie haben. Aufgepasst! Pflegeleistungen können sie nicht ohne weiteres anbieten, denn das dürfen nur eigens dafür zugelassene Pflegedienste. Nächste Geschäftsidee lautet Nachhilfe und Weiterbildung. Die Nachhilfe ist ein klassisches Segment der studentischen Nebenjobs mit dem positiven Nebeneffekt, dass sich beim Erklären der Materie das eigene Wissen weiter verfestigt. Mit entsprechenden Fähigkeiten können Sie auch persönliche Hilfe oder Schulung für Erwachsene anbieten, beispielsweise für den Umgang mit dem Computer oder das Lernen von Fremdsprachen. Die Kooperation mit der Volkshochschule bietet sich hier häufig an, weil die Volkshochschule die Teilnehmer gewinnt und damit den freiberuflichen Dozenten organisatorisch entlastet. Nächste Geschäftsidee: Hausmeisterdienste. Vor allem bei kleineren Mehrfamilienhäusern gibt es immer wieder Nachfrage nach externen Hausmeistern, wenn sich dazu keiner der Mitbewohner bereit erklärt. Auf Stundenbasis oder gegen ein Pauschalhonorar übernimmt dieser dann Aufgaben wie die Pflege der Außenanlagen und Gemeinschaftsräume oder den Schneeräumdienst im Winter. Nicht durchführen darf ein Hausmeister Arbeiten, die nur ein Fachhandwerker erledigen darf, wie etwa Elektro- und Gasinstallation. Bei Mehrfamilienhäusern ist eine professionelle Hausverwaltung erforderlich, die sämtliche Nebenkosten korrekt auf die einzelnen Parteien umlegt und die Eigentümerversammlung. durchführt. Also das sind die Aufgaben. Kleine Wohnanlagen lassen sich auch nebenberuflich verwalten. Allerdings sollte hier Fachwissen vorhanden sein,
beispielsweise in Form eines Berufsabschlusses als Immobilienkaufmann, Kauffrau. Deutlich vielfältigere Möglichkeiten als in den privaten Haushalten gibt es für Dienstleister, deren Zielgruppe Unternehmen sind. Vor allem kleinere Betriebe sind oft dankbar, wenn sie Aufgaben nach außen delegieren können, die vom Inhaber oder den Mitarbeitern nur ungern nebenbei erledigt werden. So, und da werden folgende Aufgaben aufgeführt: ein Sekretariatsservice, Buchführung, Computerservice, Unternehmensberatung und Training und der Fahrradkurierdienst. Sekretariatsservice. Das ist eine Leistung, die insbesondere von kleinen Handwerksunternehmen gern in Anspruch genommen wird. Vor allem dann, wenn der Inhaber mit den Büroprogrammen des Computers auf Kriegsfuß steht und innerhalb der Familie keine fachliche Unterstützung hat. Angebote, Rechnungen, Mahnungen und Geschäftsbriefe schreiben sind typische Aufgaben. Buchführung. Die Buchführung sowie die Lohn- und Gehaltsabrechnung sind ebenfalls eine gern genutzte und häufig angebotene Dienstleistung für kleinere Unternehmen. Wichtig sind dabei die fachliche Qualifikation und die eigene Weiterbildung, da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen zuweilen im Jahresrhythmus ändern. Unabdingbar ist eine solide kaufmännische Ausbildung. Und auch dann ist Vorsicht angebracht. Einige Tätigkeitsfelder dürfen nur vom Steuerberater beackert werden und die unerlaubte Durchführung solcher Arbeiten durch Anbieter ohne entsprechende Zulassung kann empfindliche Bußgelder nach sich ziehen. Aha. Computerservice. Computerservice. Hier tun sich gerade für diejenigen Marktchancen auf, die Kleinunternehmen im Fokus haben. Die Möglichkeiten reichen vom Computerworkshop für Mitarbeiter über die Softwareinstallation und Updatepflege bis hin zur Netzwerkeinrichtung und Betreuung. Voraussetzungen sind natürlich fundierte IT-Kenntnisse und die Fähigkeit, bei unvorhergesehenen Situationen auch mal zu improvisieren, damit das Unternehmen handlungsfähig bleibt. Unternehmensberatung und Training. Wenn Sie über spezifische Fachkenntnisse verfügen, können Sie diese mit Beratungs- und Trainingsangeboten auch nebenberuflich zu barem Geld machen. Und die letzte Idee in diesem... Nee, ist gar nicht die letzte. Es geht dann weiter mit Handwerksleistung ohne Meisterbrief. Fahrradkurierdienst. Für sportliche Studenten in Großstädten ist das ein beliebtes Mittel zur Mitfinanzierung des Studiums. Wichtig ist, dass sie einen festen Kundenstamm haben, der immer wieder auf sie zukommt und zeitlich flexibel sind. Ich muss das nochmal lesen. Fahrradkurierdienst. Für sportliche Studenten in Großstädten ist das ein beliebtes Mittel zur Mitfinanzierung des Studiums. Wichtig ist, dass sie einen festen Kundenstamm haben, der immer wieder auf sie zukommt und zeitlich flexibel und auf sie zukommt und zeitlich flexibel sind. Ja, ich hätte wahrscheinlich "und dass sie zeitlich flexibel sind" geschrieben, aber wieso nicht so? Allerdings zeigt die hohe Unfallquote, dass der Job nicht ganz ungefährlich ist. So, es geht weiter mit Geschäftsideen für Dienstleister, Handwerksleistungen ohne Meisterbrief.
Das sind Handwerksleistungen im Bausektor, Reparaturdienste, Arbeiten rund ums Grundstück. Und es gibt einen Tipp, andersfarbig abgesetzt, und der Tipp ist orange markiert. In die Handwerksordnung schauen. Das Maß aller Dinge in der Frage, wer seine Leistung anbieten darf und wer nicht, ist die Handwerksordnung. Dort sind in der Anlage A die Berufe aufgeführt, bei denen der große Befähigungsnachweis für die Existenzgründung erforderlich ist. In der Anlage B finden Sie die Berufe, die Sie ohne längere Berufserfahrung oder gar als fachfremder Anbieter selbstständig ausführen dürfen. So, Handwerksleistungen ohne Meisterbrief. Lange Zeit galten in Deutschland strenge Regeln, wenn es um das Angebot von Handwerkerleistungen ging. Ohne Meisterbrief durfte sich kaum jemand selbstständig machen. Dies wurde in den vergangenen Jahren deutlich gelockert. Sogar vor allem einfachere Arbeiten, auch von Handwerksgesellen oder von handwerklich geschickten Menschen mit anderen Berufsausbildungen, Dies wurde in den vergangenen Jahren deutlich gelockert, sodass vor allem einfachere Arbeiten auch von Handwerksgesellen oder von handwerklich geschickten Menschen mit anderer Berufsausbildung angeboten werden können. Klar. In sensiblen Bereichen wie Elektro-, Gas- und Wasserinstallation oder Heizungsbau gilt die Meisterpflicht ebenso wie für Maurer, Gerüstbauer oder Kfz-Techniker. Als befähigt anerkannt werden in den meisten Berufen die meisten dieser Berufe auch Gesellen, die eine mehrjährige Berufserfahrung vorweisen können. Doch in vielen Berufszweigen ist dies nicht mehr der Fall, wobei es häufig gewisse Abstufungen gibt. So darf jedermann den Einbau von fertigen Bauteilen wie Türen oder Regalen anbieten, aber Tischlerwerkstatt darf nur der Meister oder die langjährige Geselle firmieren. So, dann kommt der Tipp, den habe ich schon vorgelesen, da geht es um die Handwerksordnung, da soll man reingucken. Hier nur ein paar Ideen, wie handwerklich begabte Existenzgründer auch nebenberuflich etwas hinzuverdienen können. So, das sind im Wesentlichen drei Ideen und damit schließe ich dann auch. Handwerksleistungen im Bausektor, Reparaturdienste und Arbeiten rund ums Grundstück. Erste Idee. Handwerksleistungen im Bausektor. Bei einfachen Arbeiten, die insbesondere auf die Sicherheit der Bewohner keine Auswirkungen haben, spricht in aller Regel nichts gegen eine Existenzgründung. Insbesondere bei der Renovierung bieten sich einige Einsatzgebiete an, wie beispielsweise der Einbau von nicht tragenden Zwischenwänden oder Raumteilern im Trockenbau, das Verlegen von Bodenbelägen, das Verlegen von Kabeln ohne den Anschluss an das Stromnetz, der Zusammenbau von Möbeln oder das Verfugen von Badezimmern. Zu überwiegenden Teilen gilt dabei, was der Heimwerker selbst machen darf, kann auch ohne Meisterbrief als Dienstleistung angeboten werden. Reparaturdienste. Fahrradreparaturen können, sofern nicht auch Mofas oder Motorräderreparatur repariert werden, üblicherweise ohne Meisterbrief durchgeführt werden. Auch die Reparatur von PCs oder die Restaurierung alter Möbel kann
problemlos ohne Meisterbrief nebenberuflich angeboten werden. Arbeiten rund ums Grundstück und damit schließe ich. Typische Gartenarbeiten wie Rasenmähen, das Schneiden von Hecken oder und Bäumen oder der Abtransport von Schnittgut unterliegen keinen Einschränkungen. Für alle, die gern an der frischen Luft arbeiten und einen grünen Daumen haben, kann das ein nebenberufliches Standbein sein. Genügend Startkapital für eine solide Ausrüstung sollte jedoch eingeplant werden. Gut. Es geht weiter mit Ideen für Kreative und Kunsthandwerker. Dann kommt noch das Handel- und Reisegewerbe. Und dann ist das Kapitel, was Sie vor dem Start überlegen sollten, auch schon beendet. Tschüss.